Hier oben ist der Platz vom Rennkommentator Christoph Baluschke und wir dürfen ihm heute mal einen Blick über die Schulter werfen. Angriff jetzt von Mi Signora außen, La Copa sehr schnell. La Copa kommt mit Mi Signora außen, La Copa, Mi Signora weiter innen. Ganz innen ist Precious Promise zur Stelle. Precious Promise oder La Copa, Precious Promise. Und dann sogar innen nochmal Zephyros vor La Copa. Also das letzte Rennen des Tages ist vorbei und Christoph Baluschke, wir durften einmal mit dabei sein und erstmal riesengroßen Respekt für die Arbeit. Gibt's einen Trick, wie man die Pferde und Jockeys auseinanderhalten kann? Trick nicht wirklich. Man muss natürlich schon Herr der Farben sein, sage ich mal. Denn ohne Rennfarben wird es schwer. Weil wir haben einige Situationen gesehen hier aus dieser Perspektive von hier oben. Durch Bäume und so weiter ist es verdeckt. Dann geht man auf den Bildschirm, um dort dann das entsprechende Renngeschehen zu verfolgen. Und da ist es schon wichtig, dass man natürlich die Nuancen der einzelnen Farben schon kann. Und da ist halt das Hauptaugenmerk dann in diesem Moment drauf. Nun ist ja die Rennfarben lernen das eine. Die Jockeys wechseln ja aber auch immer ihren Dress. Wie schaffen Sie das, die Gespütsfarben ja immer wieder neu ausfindig zu machen und dem einzelnen Jockey zuordnen zu können? Also man versucht natürlich, die schon für jedes Rennen auswendig zu können. Anders geht es nicht. Entscheidend ist das natürlich auch, wenn Besitzer mehrere Pferde in einem Rennen laufen haben. Dann unterscheiden die sich ja unter Umständen nur durch die Kappenfarbe. Dazu kann man natürlich auch noch schauen, die Pferde haben natürlich andere unterschiedliche Farben. Also da kann man dann noch zusätzliche Informationen herausholen plus Scheuklappen. Ist auch immer eine hilfreiche Geschichte, wenn man wirklich mal es nicht gut sieht. Manchmal sind die Lichtverhältnisse auch so, bei grellendem Sonnenschein, verschiedene weiße Dresse, da muss man sich noch andere Hilfsmittel suchen. Da gibt es dann Seitenblender, Bodenblender, alle möglichen Hilfsmittel, die man halt noch vorm Rennen möglichst auch herausfinden sollte, damit man dann entsprechend organisiert ist. Bei allen Hilfsmitteln und Tricks, was passiert, wenn Sie sich trotzdem mal vergucken? Ja gut, ich meine, dann entschuldigt man sich kurz, weil wir sind keine Maschinen, wir sind einfach nur Menschen und Fehler passieren sicherlich, aber man sollte es möglichst auf ein Minimum natürlich reduzieren. Es ist bei großen Feldern manchmal nicht so einfach, gerade wenn dann bestimmte Rennsituationen, die auch so von der Kamera nicht so gut eingefangen werden können, entstehen, dann ist es auch schwierig für den Kommentator halt entweder mit Hilfe der Bilder oder halt durchs Fernglas die entsprechende Rennsituation zu beurteilen, aber im Großen und Ganzen, sag ich mal, man kann sich helfen und es ist aber auch ein bisschen dann Erfahrung notwendig am einzelnen Platz. Also da ist jede Rennbahn ja wieder unterschiedlich, die Plätze, auf denen man steht und von daher denke ich, dass es dann wichtig ist. Ne? Vielen Dank und nochmal riesen Respekt. Ich finde es eine ganz großartige Leistung, hier die Pferde und Jockeys auseinanderhalten zu können.